every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Hallo, jetzt kommt zur weiteren Folge der Real Madrid Simulationsgame auf meinem Kanal. Heute ist das Spiel gegen Man City in der Champions League. Es ist das letzte Spiel und das entscheidende Spiel. Wenn wir das gewinnen, sind wir Erster. Ich spiele in Weiß. Und wir spielen Top 11, hier wird gar nichts dran geändert. Asensio auf der Bank, unser Joker. Den Asensio müssen wir suchen lassen, fast immer jetzt spielen zu lassen, weil den will ich unbedingt halten, Marco Asensio. Lilovic kann von mir aus gehen in der Transferphase. Jetzt ja auch nur Tabellenzweiter, weil wir das letzte Spiel auswärts simuliert haben und verloren. Und ja, heute Champions League. Abend in City. Und das, wir legen alles auf den Sieg. Alles auf die drei Zähler. Come on. Alles draufsetzen. Heute drei Punkte zu holen. Aguero. Entweder der Punkt mit dem besseren Tor. Ich weiß nicht, wer ist Erster? Ich glaube, wir Erster wegen besserem Torverhältnis oder die? Keine Ahnung. Eigentlich müssten wir es sein. Die haben die Gegner nicht so abgeschossen wie wir. Das ist City, ein echt grottig. Eigentlich auch. Los. Bale, Flanke. Modric, das Kopfball und Goya. Wen haben die denn im Tor? Die haben so einen. Tor, der so diese Hose hat da. Was ist selten? Komm, De Bruyne, Kevin De Bruyne. Verliert ganz leicht den Ball. Modric auf James. Der wieder auf Modric. Und Modric mit der Chance und Rulli ist da. Ecke, Toni. Groß. Tritti, die kommt gut. Varan auf dem Weg hin, aber das schafft er nicht mehr. Einwurf. Drei Leute kann er nicht decken. Die haben Carvajal, die haben unseren Ex-Mann. Heißt, Carvajal spielt gegen seinen Ex-Verein. Kann man mal so machen. Come on. Danilo. Aguero. Eriksen, das gibt's nicht. Oh Gott, Varane lässt sich von seinem Ex-Teamspieler aus tatzen. Bellerin zweimal gut gemacht von Bellerin. Also erstmal so auf Tranka da, dazu gegnerklärt und dann hat er auch noch sich reingeschmissen in den Schuss. Jawohl, sauber Higuain. Jack Bale. James. Higuain hat Ronaldo überhaupt schon einmal. Ich glaube, Ronaldo hat noch nie in der Champions League getroffen. Und auch noch nie in der Liga. Oder ein oder zweimal ist in der Liga. Also bei dem läuft nicht. Jetzt das gibt. Gelb, danke. Danke, danke für die Gelbe. Es gibt nur einen, der Freistöße hat, der Pussy tritt. Der Mann, der die Klasse hat dafür. Hatte. Der war noch nicht mal so schlecht. Der zieht ihn nur 10 Meter über den Himmel. Das ist die Frage, why? Why? Komm drauf. Sterling. Varane, schön gemacht. Aus. Ja, Ramos. Ramos! Varane ist aber da. Alaba. Toni, Kroos. Direkt Druck drauf auf Eriks. Jetzt kombinieren sie gerade gut. Beim Sterling. Sterling. Alaba. Topspieler fehlt. Dass man merkt, dass das Topspiel ist hier.
Beide mit Kampfgeist an der Sache. Luka Modric hatte ja schon eine große Chance in der Partie. Higuain, Ronaldo. Und Higuain wäre, wenn nicht er. Er schiebt ihn genau auf Rulli. Er schiebt ihn genau auf Rulli, ey. Schade. Bellerin, wer stand denn da im Weg? Modric, wieso bist du ihm denn in den Weg gelaufen? De Bruyne. Kevin De Bruyne. Gündogan. Und Modric dazwischen. Schön. Ronaldo. Alaba. Jetzt ist der Fluch da. Das war's. Jetzt gibt's auch noch für die Riesenchance für Alaba und der Keeper hält den, ey. Hasse Rulli, ich hasse den. Und der ist noch nicht mal so gut eigentlich von der Wertung her. Von der Wertung her ist der echt nicht gut. Eigentlich. Außer er hat sich ziemlich gut entwickelt. Ja. Nee, es ärgert mich so. Wir haben so viele Chancen. Okay, Pause. Da muss was passieren. Wir müssen kühler vor dem Tor werden. Wir müssen die Chancen nutzen. Das will ich jetzt sehen, Jungs. Komm, Otamendi. De Bruyne. Bellerin. De Bruyne, also bei ihren Schüssen sind wir immer dazwischen, das ist das Gute. Damit da gar nichts erst passiert in Richtung Tor. Eriksen. Herr Ramo. Seitfallzieher! Seitfallzieher De Bruyne und Donnarumma, Weltklasse. Weltklasse Donnarumma. Auch guter Seitfallzieher. Wieder Naguero, schlechter als es überhaupt geht. Donnarumma. Ruske ins Kopfballduell. Der Ball landet im Niemandsland. Eriksen. Aguero. Alaba. Ronaldo. Ames. Ah! Komm her. Ramos, super. Als ob Hammes den nicht bitten. Weil er ihn nicht kriegt. Oh, Mann. Ich hasse solche Spiele. Da habe ich ja keinen Nerv. Donnarumma. Jawohl. Jawohl. Da läuft der Ball. Da guckt Man City nur dumm zu. Gareth Bale. Higuain. Hä? Elfmeter! Tor! Hä? Was war das denn jetzt? Wo war denn der Ball auf einmal? Hä? Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, weil der Ball auf einmal nicht mehr da war. Wir wechseln, komm, scheiß drauf. Wir wechseln. Modric geht. Kroos geht und Rodriguez geht. Die drei Standardwechsel eigentlich. Nächste. Kommt, Jungs. Kämpf. Jawohl, Goretzka. Schade. Aber wir haben ihn noch. Guckt euch an. Gonzalo Higuain! Wer wohl, wenn nicht? Gonzalo Higuain, 1-0 Real. Und jetzt ist man Gruppensieger. Bis jetzt ist man Gruppensieger. Aber durch wen wohl, wenn nicht? Durch Gonzalo Higuain. Er macht's mal wieder. Sein 7. Champions League Tor. Jawohl. Real Madrid Goal, Nummer 9.
Das war wichtig. Ganz wichtig. Und jetzt mauern wir die Scheiße hier nach Hause. Ich hasse solche Spiele. So richtig mit so richtig viel Dings, wo du so angespannt bist, das ganze Spiel. Higuain stark, Dahoud, schön, Alaba. Schade. Wir sind ja in der Liga Tabellenzweiter. Ja, weil wir haben das letzte Spiel noch simuliert, dann auswärts so gegen, ich weiß gar nicht, was das war, Tafa oder so. Und dann, naja, haben wir halt 2-1 verloren in der Simulation. Fresh. Ein Meter ins Haus. Wieder irgendwie, da läuft nichts zum Glück. Mangala, die kannst du unter Druck setzen. Der ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut, das will er aber nicht bei Man City spielen. Ich glaube, man merkt nicht Man City. Fuck. Ich mag die überhaupt nicht. Keine Ahnung warum. Ich mag die genauso wenig wie Leipzig. Kann man auf jeden Fall vergleichen. Higuain. Bale. Schickt Marco Asensio. Und Higuain ist da. Der Typ ist so ein Biest. Higuain Doppelpack 2-0 Entscheidung. Gonzalo Higuain. Er ist eine Bestie vor dem Tor. So eine Bestie habe ich noch nie gesehen, außer Dybala vielleicht. Dybala ist genauso eine Bestie. Aber Higuain noch mehr, weil Higuain hat die Erfahrung. Und da kann Rulli nichts machen. Er war noch ganz leicht dran. War Rulli im Endeffekt machtlos. Bei diesem Tor. Weil er in die gegen die Laufrichtung war sein 8. Also der wird die 10 noch erreichen. 10 Tore. Ja, zugetreten von Bale. Ach, danach haben wir noch ein Heimspiel. Come on. Aguero, wieso tritt Aguero einen Freistoß? Und da, wieso kommt De Bruyne zum Kopf, weil aber Donnarumma ist da. Aber die größte Frage ist, warum Dings zum Kopf kam. Wir haben ja letzte Saison auch kurz vor Schluss. Letzte Saison haben wir auch erst kurz vor Schluss entschieden, dass wir Meister werden, weil Barca war die ganze Zeit da vorne. Das ist diese Saison wahrscheinlich auch wieder so. Messi Klasse gewinnen. Und den Pokalsieg holen. Ja, da haben wir das Hinspiel 0-0 gespielt. Das war Innenkrafter. Wir sind Erster in unserer Gruppe. Das finden wir ganz toll. Ach, Higuain läuft. Wenn dann dreimal. Wenn dann dreimal. Ah, schade. Higuain scheitert an Rulli. Rulli, finde ich, war der Beste von denen. Amos steigt hoch, schafft's nicht, Ball kommt nochmal rein. Cavaral schon drunter durch und Rulli fängt ihn trotzdem damit. Rulli, lässt sich Zeit. Ja, und wir gewinnen. Wir sind Gruppensieger. Wir sind Gruppensieger in unserer Gruppe. Wir hatten halt, und mal gucken, wer sich für die Euroleague qualifizieren konnte. Benfica oder Anderlecht für die Euroleague. Ja. Da können sie trotzdem traurig sein, die Spieler, weil wir haben 16 Punkte, die 13. Ja. Dann, die anderen haben einen. Die haben immer gegen sich selber, warte. Das interessiert mich jetzt wirklich hart. Wir haben verloren, oder? Ah, ne, haben wir gewonnen. Wir haben schon einen Pokal. Ach, wir haben noch einen Pokal. Ein Pokal. Europa haben wir nicht. Ich bin gegen Zenit St. Petersburg. Gegen Petersburg. Okay. Kann man machen. Wenn wir die Zeit haben, verliere ich mal gegen die.
10 Minuten rum, passiert nichts, 15. Hernandez kriegt gelb. Asensio 1-0, er ist so wichtig. Deswegen wichtig. Ich werde einfach Asensio und Halilovic beide auf die Leihliste setzen. Brand 2-0 Entscheidung. Ich werde die beide auf die Lacazette 3-0. Asensio verschießt. Ich werde die beide auf die Leihliste setzen. Dann einfach wieder zurückholen. 3-0. Also die B11 holt 3 Punkte. Brand 4-0. Jawohl. Gegen so Teams musst du. Gegen so Teams musst du immer punkten. Das ist ganz wichtig, sowas. Zu Pjanic 59. Er marschiert auf die 60 zu. Ich habe eine Karriere, da habe ich so eine richtig gute Jugendarbeit. Also, die ist da echt krass. Die ist da krass. Kommt da irgendein Spiel? Ne. Jawoll, der will hier bleiben und hier Fußball spielen. Top 11. Top 11 spielt gegen Osasuna. Ronaldo! Er kann es noch! CR7, beweist, er kann auch treffen. Ah, Rodriguez 2-0. Asensio ist auf der Bank. Ne, Asensio muss ich mal Stamm auf die Bank setzen. Es ist nervig, dass nicht Stamm da ist. Lacazette kommt nochmal für Bale. Rodriguez Doppelpack 3-0. Ronaldo leicht angeschlagen. Jawohl. Das ist alles Erleichterung. Nein. Ronaldo kann nicht verletzt sein. Das muss eine Fehlmeldung sein. Fehlmeldung. Eindeutig. Engel 55. So, und weiter simulieren. Kannst dann. Ach! Das nächste Spiel wieder gespielt. So, weiter simulieren. Und nochmal schön den einzelnen Werten hoch, die Leute. Zwei Nachrichten. Was rum Modric und Ronaldos Verträge laufen aus? Ja, ihn will ich eigentlich auch halt. Kann auch mal ein guter werden. Ich will den alten Mann noch halten. Modric auch, das sind zwei Leute, die du nie abgeben willst. Ich habe ihm keine Angabe gegeben, ich bin so dumm. Ja, den kenne ich gar nicht, ich wusste nicht, was der im Team ist. Wird schon passen. Ich glaube, jetzt Ronaldo. Sechs Wochen. Stand das da gerade? Sechs Wochen Ronaldo. Das ist ja nicht normal. Spieler will weg. Das ist unser Typ, dieser Verteidiger. Na gut. Will eine wichtige Rolle spielen. Ich hoffe, froh sind, dass du im Team spielst. Mit der Rotation wirst du sowieso nicht kriegen. Wir haben. Ja, wir dürfen nochmal. Nein! Okay, ihr dürft euch auf das nächste Top-Spiel spielen. Wir spielen nämlich gegen Real Madrid. Wir spielen gegen uns selber. Ne, wir spielen gegen Barcelona danach. Nächstes Spiel. Ligaspiel. Ne, Pokalspiel. Pokalspiel gegen Barcelona. Die Transferphase geht. Asensio, Mann! Asensio bleibt. Er hat sich in die Eier nochmal gebissen. Und jetzt würde ich sagen, schreib mir Transfers. Schreibt mir alle Spieler, die ihr in diesem Verein wollt. Schreibt mir Transfers, schreibt mir alles. Jeden Typ, den ihr haben wollt. Irgendwie Gongong, Shingang, Dybala, Hazard oder so ein Kack. Schreibt mir einfach Transfers in die Kommentare. Und ich würde sagen, wenn euch diese Folge FIFA 17 Karriere muss mit Real Madrid gefallen hat, lasst ein positives Wert, ein Abo. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich guck mal kurz. Lasst nochmal kurz nachgucken, wie das aussieht mit der Liga jetzt. Sagte die Patzen nur gegen uns noch. Die sind immer noch einen Punkt vor uns. Egal, ciao.